Dieser entlegene See in Südostasien birgt ein Geheimnis. Viele Meilen unter seiner ruhigen Oberfläche liegt die Ursache für eine der größten Naturkatastrophen der Welt verborgen. Gewaltiger als alles andere auf der Erde. Die Verwüstung, die sie anrichtete, war unvorstellbar. Es wäre die Hölle auf Erden gewesen. Die Auswirkungen sind global. Aber niemand erkennt ihr wahres Ausmaß, bis ein paar Wissenschaftler, die zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Bereichen forschen, durch Zufall auf neue Hinweise stoßen. Eine Spur der Zerstörung, die sich von der Arktis bis zum Äquator zieht. Dieses Ereignis hat Menschen und Tiere millionenfach vernichtet. Es hat uns vielleicht sogar in eine Eiszeit katapultiert. Es war, als ob im globalen Klimasystem ein Schalter umgelegt worden wäre, von heiß auf kalt. Und was wirklich beängstigend ist, es könnte wieder passieren. Eine Eruption dieses Vulkans in der Neuzeit würde Flammen, Hungersnöte und den Tod von Millionen oder Milliarden von Menschen bedeuten. Vor 75.000 Jahren veränderte der Vulkanausbruch die Welt für immer. Jetzt können wir Ihnen zeigen, wie. Wenige Menschen hier sind sich darüber bewusst, dass ihre tropische Heimat das Leben auf der gesamten Erde beeinflussen könnte. Der Toba-See liegt im Norden der indonesischen Insel Sumatra in Südostasien. Er ist eines der größten natürlichen Kennzeichen in der südlichen Hemisphäre und ist vom Weltall aus deutlich sichtbar. Aber der Toba-See birgt auch ein furchtbares Geheimnis. Ein Geheimnis, das Jahrtausende lang unentdeckt blieb. Erst das zufällige Aufeinandertreffen von Wissenschaftlern, die getrennt voneinander in unterschiedlichen Bereichen forschten, sollte es ans Licht bringen. Das erste Team forscht in einer Gegend, die kaum weiter entfernt liegen könnte von diesem tropischen Paradies. Zu Beginn des Sommers 1988 machen sich Wissenschaftler auf in die eisige Trostlosigkeit Grönlands, auf der Suche nach dem perfekten Ort für ihr Forschungsprojekt. Sie sind hier, um die Atmosphäre zu erforschen und wie sie sich mit der Zeit verändert. Nach einer Reise über das Eis finden die Forscher ihren Ort 787 Meilen vom Nordpol entfernt. So weit im Norden ist das Eis noch so unberührt, dass es einen Nachweis über die Atmosphäre der Erde enthält, der über 200.000 Jahre zurückreicht. Im Lauf der Geschichte werden die chemischen Stoffe, die in der Atmosphäre sind, von sich bildenden Schneeflocken eingefangen. Über tausende Jahre hinweg wird der Schnee in Eisschichten gepresst, die dann eine Eisdecke bilden, die über 1 Meile dick ist. Forscher durchbohren das Eis und erhalten so Eisproben, die vor tausenden Jahren als Schnee gefallen sind. Wenn sie diese Proben dann untersuchen, können sie herausfinden, welche Chemikalien es früher in der Erdatmosphäre gab. Je tiefer die Forscher im Eis vordringen, desto weiter können sie in die Vergangenheit zurückschauen. Der Klimatologe Greg Zielinski hat dabei geholfen, die Geheimnisse zu enthüllen, die im Eis verborgen lagen. Jahr für Jahr bleiben die Forschungsergebnisse wie erwartet. Die chemische Konzentration im Schnee bleibt über lange Epochen der Erdgeschichte dieselbe. Dann plötzlich bekommt Greg Zielinski den Schock seines Lebens und sieht etwas im Eis, das jeder Logik widerspricht. Als wir etwa 75.000 Jahre zurückgegangen waren, fanden wir eine bestimmte Eisprobe mit Informationen, die einfach nur aufregend waren. Greg und sein Team suchen nach winzigen chemikalischen Schwankungen. Und plötzlich bemerken sie einen riesigen Sprung bei einem bestimmten chemikalischen Bestandteil. Schwefel. Ohne Vorwarnung war die Atmosphäre vor ungefähr 75.000 Jahren mit einer enormen Menge dieser Schwefelverbindung angereichert worden. Normalerweise enthält die Erdatmosphäre nur etwa ein 50 Millionstel Gramm Schwefel pro Kubikmeter. Aber diese Eisbohrkerne zeigen, dass es damals 1900 Millionstel Gramm pro Kubikmeter gegeben hatte. Fast 40 Mal so viel. So viel Schwefel in der Atmosphäre würde eine chemische Reaktion auslösen, die den Planeten an einer der tödlichsten Chemikalien, die uns bekannt ist, ersticken ließe. H2SO4. Besser bekannt als Schwefelsäure. Schwefelsäure ist so giftig, dass sie sich durch Metall fressen kann. Wenn zu viel von ihr in der Atmosphäre ist, zerstört sie das Leben überall. Die Konzentration der Schwefelsäure bewegte sich im Bereich von etwa 2.000 bis 4.000 Megatonnen. Das ist eine Menge. Und auch eine Menge Material für die Atmosphäre da oben. Diese Linie in der Grafik deutet auf ein globales Ereignis von bisher unbekanntem Ausmaß vor 75.000 Jahren hin. Milliarden Tonnen Schwefelsäure hatten irgendwie ihren Weg in die Erdatmosphäre gefunden. Der gelbe Nebel umhüllte den Planeten regelrecht. Wo kam das alles her? Irgendetwas Außergewöhnliches musste passiert sein. Als ich mir die Resultate genauer ansah, wusste ich, dass es sich hier um eine Naturkatastrophe handeln musste. Zielinskis Team weiß, dass vor 75.000 Jahren etwas auf der Erde passiert ist. Aber was? Erst ein neues Forscherteam, tausende Meilen entfernt, sollte eine Antwort auf eben diese Frage bringen. Mike Rampino ist einer der weltweit führenden Geologen. Er ist seit langem besessen vom Leben in den Ozeanen. Das Unglaubliche ist, dass er die gesamte Klimageschichte unseres Planeten anhand von den Schalen winziger Meerestiere ableiten kann, den Foraminiferen. Während ihres Lebens nehmen diese winzigen Kreaturen Sauerstoff aus dem Meerwasser auf. Wenn sich die Temperatur des Wassers und der Sauerstoffgehalt ändern, verändern sich auch ihre Schalen. Diese toten Foraminiferen werden chemischen Tests unterzogen. So können Wissenschaftler die Veränderung der Sauerstoffatome in ihren Schalen nachvollziehen. Davon ausgehend kann Mike Rampino mit erstaunlicher Genauigkeit die Meerestemperatur über viele Jahrtausende hinweg berechnen. Mike Rampino analysierte Daten aus der ganzen Welt und fand heraus, dass die Sauerstoffatome in den Schalen immer gleich blieben. Das bedeutet, dass die Meerestemperaturen lange Zeit relativ konstant waren. Nach einigen Jahren des Forschens stößt Rampino dann plötzlich auf etwas Großes. An einem Punkt der Erdgeschichte fällt die Temperatur massiv ab. Damals dachte ich sofort, hier stimmt was nicht, das ist nicht normal. So verhält sich das Klima eigentlich nicht. Normalerweise verhält es sich viel langsamer und stetiger. Rampinos Meeresproben zeigten ihm, dass die Meerestemperatur in nur wenigen Jahrtausenden um 5 Grad Celsius gesunken war. Für maritime Temperaturverhältnisse ist das ein Wimpernschlag. Normalerweise dauert es Hunderttausende von Jahren, bis das Meer sich so sehr abkühlt. Die Temperaturveränderung, die wir in diesen Tiefseebohrkernen sahen, belief sich auf 5 bis 6 Grad Celsius. Und zwar nicht über den Zeitraum von 100.000 oder 10.000 Jahren, sondern sogar schon über ein paar tausend Jahre. Klimatisch gesehen ist das sehr überraschend. Das ist sehr, sehr schnell. Und das ist sehr katastrophal. Diese plötzliche Abkühlung konnte sich Rampino nur mit einer Eiszeit erklären. Ein katastrophales Ereignis, welches das Leben auf dem Planeten ernstlich beeinträchtigen konnte. Es war, als ob im globalen Klimasystem ein Schalter umgelegt worden wäre, von heiß auf kalt. Rampino berechnete das Datum des verhängnisvollen Absinkens der weltweiten Meerestemperatur. Es lag etwa 75.000 Jahre zurück. Dieselbe Zeit, in der Zielinskis Eisbohrkerne die extrem starke Konzentration von Schwefelsäure in der Atmosphäre aufwiesen. Beide Forscher wussten nichts von der Arbeit des anderen und forschten an Orten der Welt, die tausende Meilen auseinanderlagen. Beide stolperten über 2 unterschiedliche Anomalitäten, die durch ein einziges Datum miteinander verbunden waren. Es war ein riesiger Durchbruch. Ich entdeckte eine Abkühlung vor 75.000 Jahren und Greg, wie ich später herausfand, entdeckte eine Verdichtung der Chemikalien in den Eisbohrkernen, ebenfalls vor 75.000 Jahren. Wir setzten uns zusammen und erkannten, dass wir dasselbe Problem hatten. Wenn wir etwas aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und dabei dieselbe große Auswirkung erkennen, dann ist klar, dass es sich hier um etwas handeln muss, das eine große Kraft auf das Weltklimasystem ausgeübt hat. Das Abkühlen des Planeten und der Schwefel in der Atmosphäre können durch den Aufprall eines Asteroiden erklärt werden. Aber nachdem sie ihre Funde verglichen haben, haben beide Forscher das Gefühl, dass es nur einen Schuldigen geben kann. Manchmal können auch Vulkane gewaltsam so viel Schwefel in die Atmosphäre schleudern. Aber für die Wissenschaftler bleibt ein Problem. Auch der weltweit größte Vulkan produziert nur einen Bruchteil des Schwefels, den Greg Zielinski gefunden hatte. Und seit Menschengedenken hat es sicherlich keinen Vulkan gegeben, der die Meerestemperatur so stark absinken ließ. Jetzt sind die Forscher auf der Suche nach etwas wirklich Außergewöhnlichem. Einem Vulkan, der 100-mal explosiver und schwefelhaltiger ist als jeder bislang bekannte. Dieser Mann hat keine Ahnung, dass er dabei ist, zu helfen, diesen außergewöhnlichen Vulkan zu finden. Das Besondere am Toba-See sind seine unglaublichen Ausmaße. Er ist von diesem Ende bis zu dem Ende da drüben 100 Kilometer lang. Er ist 30 Kilometer breit vom oberen Rand hinter uns bis zur anderen Seite. Und er ist wahnsinnig tief. Jahrzehntelang hat Craig versucht, hinter die Geheimnisse zu kommen, die er in dieser großen Wassermasse vermutet. Wir versuchen heute mit dem Tiefenmesser ein Profil des Seegrundes zu erstellen. Denn mit einem Profil des Seegrundes können wir die Geschichte des Toba-Sees viel besser interpretieren. Wir fangen an, hier drüben ein Profil zu bekommen. Hier ist zu sehen, wie steil es abfällt, 23 Meter. Wie eine Felswand geht es einfach fast senkrecht weiter. Die meisten Seen fallen allmählich vom Ufer her ab. Aber Craig glaubt, dass das hier nicht der Fall sein könnte. Es zeigt schon 175 Meter an. Das ist unglaublich für einen See. Unglaublich steile Abhänge fallen von der Landschaft da oben ab. An manchen Stellen ist der Rand über 1 Kilometer über dem Wasserspiegel. Fällt fast gerade in den See runter und dann, wie dieses Profil zeigt, geht es unter dem See weiter mit dieser großen Senkung. Da müssen ein paar besondere geologische Prozesse am Werk gewesen sein. Die steile Linie auf dem Bildschirm ist ein klarer Beweis, dass der Toba-See kein normaler See ist, sondern ein riesiges Loch in der Erdkruste, das Craig vermuten lässt, dass es in der gesamten Gegend ein großes geologisches Ereignis gegeben haben muss. Aber die Dimension des Sees allein ist nicht der einzige Hinweis auf seinen Ursprung. Ein steiler Aufstieg oberhalb des Wasserspiegels offenbart noch etwas anderes. Unglaublich. Ich muss mir das Zeug mal aus der Nähe ansehen. Craig ist vor allem fasziniert von den großen Ascheablagerungen, die er mehrere 100 Meter oberhalb des Sees findet. Da sind richtig große Bimssteine drin. Ich kann Quarzkristalle sehen, ich kann Biotit sehen. Und hier ist eine Menge Asche drin. Alles dasselbe. Da muss was richtig Großes passiert sein. Diese Felswand und die Asche darin gehören zu etwas viel Größerem. Steinproben wie diese wurden von Wissenschaftlern im Umkreis von Tausenden von Meilen um den Toba-See herum genommen. Aber das Problem für Craig war es, herauszufinden, wie solche gigantischen Massen Asche überhaupt in diese Gegend gelangt waren. Die Antwort auf Craigs Problem kann auf der anderen Seite der Welt gefunden werden. Im Sommer 1994 beschloss Craig, diesem Mann ein paar Ascheproben von der Seegegend zu schicken. John Westgate ist nämlich einer der wenigen Menschen auf der Erde, die Craigs Geheimnis vielleicht lösen könnten. John Westgate ist bekannt für seine Fähigkeit, die Herkunft von Steinproben identifizieren zu können. Wenn es so etwas wie einen Aschedetektiv gibt, dann ist er es wohl. Wenn du John ein Stück Asche gibst, kann er dir tatsächlich sagen, welcher Vulkan sie produziert hat, egal wo die Asche gefunden wurde. Wir versuchen herauszufinden, von welchem Elternvulkan die Asche stammt. Innerhalb dieses Systems funktioniert das genau wie eine DNA-Information. Jeder einzelne Vulkanausbruch, der jemals auf der Erde stattgefunden hat, ist einzigartig. Vulkanische Asche enthält chemische Hinweise darauf, wo und wann ein Vulkan ausgebrochen ist. Vulkanische Asche hat ihren Ursprung im Magma, tief im Kern des Vulkans. Während eines Ausbruchs schießt dieses Magma an die Erdoberfläche. Wenn es heftig genug auf die Luft prallt, zerbricht es in winzige Teile vulkanischer Asche. Unser Detektiv führt dann die Ascheproben mit dem Magma eines bestimmten Ausbruchs von einem bestimmten Vulkan zusammen. Wenn John glaubt, dass seine Asche mit einem Vulkan übereinstimmt, nehmen andere Forscher eine neue Probe des mutmaßlichen Vulkans, um seinen Befund zu bestätigen. Der ganze Prozess der Probenentnahme ist zu einem Kernstück der Vulkanologie geworden. Hier auf Hawaii, wo es ständig Ausbrüche gibt, machen sie das regelmäßig. Beim Kilauea-Vulkan explodiert das Magma nicht als Asche, sondern quillt als Lava an die Oberfläche. Von geschmolzenem Gestein lassen sich immer Proben nehmen, wenn jemand mutig genug ist. Aber egal in welcher Form sie auftritt, immer enthält sie riesige Mengen an Informationen, die auch noch Tausende, wenn nicht Millionen Jahre nach einem Ausbruch noch entschlüsselt werden können. Jahrelang hat John erfolgreich versucht, Ascheproben den verschiedenen Vulkanen auf der Welt zuzuordnen. Aber 1988, ganze 6 Jahre bevor John auch nur von Craig oder dem Toba-See gehört hatte, kam er einfach nicht mehr weiter. Ich bekam viele Pakete mit vulkanischer Asche von vielen verschiedenen Leuten. Und diese Proben stammten von weit auseinanderliegenden Teilen der Erde. Als ich anfing, die vulkanische Asche zu untersuchen, entdeckte ich, dass die chemische Zusammensetzung sehr ähnlich war. Für John ergab das alles keinen Sinn. Normalerweise kommt vulkanische Asche nur in einem Umkreis einiger hundert Kilometer vom Vulkan herunter. Wie konnte sich diese Asche dann 6.500 Kilometer weit über den Globus verbreiten? Von Saudi-Arabien zum südchinesischen Meer. Bei genauerem Hinsehen fand John heraus, dass alle Proben zwei Dinge gemeinsam hatten. Zunächst einmal waren alle unglaublich reich an Quarz. Sehr quarzhaltige Asche kommt nur aus hochexplosiven Vulkanen, so wie dem Mount St. Helens. Was John als nächstes entdeckte, schockierte ihn. Alle diese Proben, die so weit verteilt wurden, waren gleich alt, 75.000 Jahre. Das konnte nur eines bedeuten. Diese weit verstreuten Proben vulkanischer Asche mussten von einem gewaltigen Ausbruch stammen. Als wir erst einmal begriffen hatten, dass sie 75.000 Jahre alt war, konnten wir Gregs Arbeit mit den grönländischen Eisbohrkernen in Verbindung bringen, weil er die höchste Schwefelkonzentration auch auf 75.000 datiert hatte. Dieses Datum hat plötzlich große Bedeutung. Es stellt nicht nur eine Verbindung zu Greg Zielinski und seinen Eisproben her, sondern auch zu der katastrophalen Abkühlung des Meeres, die Mike Rampino festgestellt hatte. Jetzt wissen die drei Forscher, dass sie auf eine bislang unbekannte Katastrophe von ungeahntem Ausmaß gestoßen sind. Jetzt muss John nur noch den Vulkan finden. Wir machten uns auf die Suche nach Vulkanen in anderen Teilen der Welt, um zu sehen, ob wir den passenden Kandidaten finden konnten. John bittet Vulkanologen auf der ganzen Welt, ihm Proben von Vulkanen zu schicken, an denen sie gerade forschen. Es ist der Anfang einer der größten Detektivjagden in der Geschichte der Vulkanologie. Einer der ersten Vulkane, den sie untersuchen, befindet sich hier in Island. Der Laki-Krater ist in der Nähe des Ortes, an dem Greg den Schwefel im Eis gefunden hat. Greg hatte ja den höchsten Schwefelwert in grönländischen Eisbohrkernen gefunden. Und der Laki-Krater wäre damit ein möglicher Kandidat, da der Vulkan geografisch so nah an der grönländischen Eisdecke liegt. Laki brach 1783 aus und produzierte riesige Mengen Schwefel. Konnte er also verantwortlich für den Schwefel sein, den Greg im Eis fand? Mary Edmonds widmet ihre Karriere ganz der Untersuchung des Gases, das Laki so zerstörerisch macht. Laki war ein verheerender Ausbruch, der tausende Menschen tötete, vor allem durch eine Hungersnot. Durch den Ausstoß großer Mengen Schwefeldioxid in die Atmosphäre wurden Missernten ausgelöst. Zurück in seinem Labor wird John klar, dass die Zusammensetzung der Laki-Asche nicht das ist, was er gesucht hat. Bei seiner weiteren Suche erkennt John langsam ein Muster. Rund um Südostasien wird die Asche immer dicker und dicker. In dieser Region gibt es über 70 Vulkane. Aber einer von ihnen ist so brutal, dass er die anderen meilenweit übertrifft. Dieser Vulkan ist in den letzten 9000 Jahren 7-mal ausgebrochen und hatte sogar einen der heftigsten Ausbrüche des 20. Jahrhunderts. 3 Gründe, warum wir uns den Pinatubo ansahen. Erstens liegt er in der richtigen Gegend, zweitens ist er zu explosiven Ausbrüchen fähig und drittens ist die allgemeine Zusammensetzung seiner vulkanischen Asche sehr ähnlich. Der Pinatubo ging 1991 in die Luft und begrub seine Umgebung unter einer 15 Millionen Tonnen schweren Wolke aus glühend heißer Asche und Gas. Hunderte Menschen verloren ihr Leben und Tausende wurden heimatlos. John nahm den Pinatubo sofort unter die Lupe. Während der Vorbereitung war John noch voller Hoffnung. Der Pinatubo wies die fast perfekte Quarzkonzentration im Vergleich mit der geheimnisvollen Asche auf. Aber als er die Analyse durchführte, wurden all seine Hoffnungen zerschlagen. Als wir uns die Proben genauer ansahen und Vergleiche zogen, stellte sich heraus, dass sie sich im Detail deutlich unterschieden. Also mussten wir woanders suchen. Aus Tagen wurden Monate. Aus Monaten Jahre. Und John schloss einen Vulkan nach dem anderen aus. Vulkanologen schickten ihm weiter neue Asche- und Lavaproben ins Labor, aber vergeblich. Es schien, als sei dies ein Rätsel, das nicht einmal John Westgate lösen konnte. Dann, im Frühjahr 1994, kam John zur Arbeit und fand eine weitere Probe vor. Und diese Probe kam den weiten Weg vom Toba-See in Südostasien von Craig Chesner, der versuchte, sein eigenes geologisches Rätsel zu lösen. John legte nun Craigs Probe unter das Mikroskop. Und alle Teile fügten sich zusammen. Als wir erst einmal die Proben aus Toba untersucht hatten, stellte sich heraus, es waren genau dieselben. Die Toba-See-Probe deckte sich exakt mit Johns geheimnisvoller Asche. Sie hatte dieselben Quarzwerte und war auch 75.000 Jahre alt. Es war das erste Mal in 6 Jahren, dass John auf eine bekannte Probe und einen bekannten Ort gestoßen war, die so genau mit seiner rätselhaften Asche übereinstimmten. Jetzt ist klar, dass der Toba-See im Zentrum eines Rasters der Ascheverteilung auf der ganzen Erde lag. Diese Asche ist, egal woher sie kommt, 75.000 Jahre alt. Ein Datum schafft die Verbindung zu einem Moment der Geschichte, als die Erdtemperatur abfiel und die Atmosphäre in 4.400 Megatonnen Schwefel erstickte. Es gibt nur ein Problem. Wo ist der Vulkan? Klettere hier hoch und schau dir diesen Felsen an. Ja, ich sehe Quarzkristalle, ich sehe Biotit und Asche hier drin. Der Fels ist auf jeden Fall in einer Magmakammer entstanden. Aber guck dir die Größe an. Er reicht bis zum oberen Ende der Felswand hier. Und das bedeutet eine Riesenmenge Magma. Und das wirklich Merkwürdige ist, dass sie 1000-mal größer ist als bei normalen Vulkanen. Was hat so viel Felsen hierher befördern können? Es gibt nur eine Sache, die groß genug wäre, so viel Gestein in einen unterirdischen Magmaherd zu schaffen. Und es ist eine der neuesten Entdeckungen der Vulkanologie. Supervulkane. Um als solcher zu gelten, muss ein Vulkan bei einem einzigen Ausbruch mindestens 1000 Kubikkilometer Magma ausstoßen. Der Mississippi-Fluss braucht 2 Jahre, um dieselbe Menge Wasser in den Golf von Mexiko zu spülen. Ein Supervulkan kann in nur wenigen Tagen genauso viel Asche und Gestein in die Luft werfen. Die monströsen Vulkane lassen sogar die größten Ausbrüche des 20. Jahrhunderts mickrig aussehen. Die Bilder vom Mount St. Helens zeigen einen wirklich beeindruckenden Ausbruch. Große, hohe Aschesäulen. Es scheinen gewaltige Kräfte am Werk zu sein. Aber der Ausbruch hat nur 1 Kubikkilometer Magma ausgestoßen. Das ist sehr viel weniger als bei jedem Supervulkanausbruch. Unter dem Toba-See quoll glutflüssiges Magma zwischen 2 Erdplatten hindurch und brachte das Felsgestein darüber zum Schmelzen. Es hat vermutlich 1 Million Jahre gedauert, bis sich das ganze Magma unter dem Toba-See angesammelt hat. Das Magma lagerte sich Schicht um Schicht an und schuf eine riesige Magmakammer. Die Voraussetzungen für ein Ereignis von unvorstellbarem Ausmaß waren geschaffen. Ich habe seit Jahren Steine aus der Gegend um den Toba-See gesammelt. Ich habe auch Proben von Asche untersucht, die sich um das gesamte Becken des Indischen Ozeans abgelagert hat. Auch wenn diese Asche den Steinen vom Toba-See ähnlich sieht, scheint es fast unmöglich, dass sie tatsächlich aus dieser Gegend stammt. Aber schon die immense Größe des Toba-Sees, seine Tiefe, das erstaunliche Relief an den Ufern, lassen nur eine Schlussfolgerung zu. Vor 75.000 Jahren gab es am Toba-See einen Supervulkanausbruch. Dieser Ausbruch schuf den riesigen Krater, in dem wir sitzen. Diese Insel hier ist dann beim Ausbruch von den Wänden des Kraters abgerutscht. Jetzt wissen wir, dass der Toba-See der Schauplatz eines der größten Vulkanausbrüche war, die es je auf der Erde gegeben hat. Die Beweise haben Craig die Lösung gebracht. Aber wohin ist der Supervulkan dann verschwunden? Sie haben es vor Augen. Der Toba-See ist der riesige Fingerabdruck, den dieser Vulkan hinterlassen hat. Und das Wasser, das heute hier zu sehen ist einfach nur Regen tausender Jahre. Während sie an ihren eigenen Projekten forschten, lösten diese Wissenschaftler allmählich eins der größten Rätsel aller Zeiten. Das war für mich der Heureka-Moment, als wir diese ganzen chemischen Daten zusammengetragen hatten, verbunden mit der Datierung, und es dann diese einheitliche Geschichte einer riesigen Eruption vor 75.000 Jahren des Toba ergab. Aber wie genau schafft es ein Supervulkan, große Teile der südlichen Hemisphäre mit 2800 Kubikkilometern Asche zu bedecken und eins der größten Löcher in der Erdkruste zurückzulassen, das je entstanden ist? Basierend auf den scheinbar zufälligen Entdeckungen einer Gruppe von Forschern vor über 15 Jahren können wir sie jetzt 75.000 Jahre zurückversetzen, um den größten Vulkanausbruch aller Zeiten mitzuerleben. Das Magma sammelte sich unterhalb dieser Gegend und drückte den gesamten Boden nach oben. Ein riesiger Magmaherd wuchs weiter unter der Gegend, wo heute der Dschungel auf Sumatra ist. Und die ganze Gegend geriet unter einen unglaublichen Druck. Es gab sicherlich neue Risse, die sich im Boden auftaten. Die Decke fing an einzustürzen und sank in die Magmakammer. Dadurch wurde das quarzhaltige Magma durch Spalten im einstürzenden Deckestein emporgedrückt. Hatte der Ausbruch erst einmal begonnen, war es die Hölle auf Erden. Dieses Magma trat explosiv an die Oberfläche und produzierte enorme Aschewolken und pyroklastische Ströme. Das sind extrem zerstörerische und heiße Lawinen aus Gasen, Asche und Gestein. Und natürlich vernichten sie alles, was sich ihnen in den Weg stellt. In den folgenden Tagen ging das Chaos weiter. Es entstanden sehr hohe Eruptionssäulen, die zehntausende Meilen hoch in den Himmel hinaufschossen. Die Eruptionswolke verteilte Milliarden Tonnen Asche auf den ganzen Globus. Staub, der 75.000 Jahre später in John Westgates Labor landen würde. Das Ganze muss etwa 1 bis 2 Wochen gedauert haben. Und was am Ende übrig blieb, war nur ein 2 Kilometer tiefes Loch mit Ablagerungen des rauchenden pyroklastischen Stroms. Seitdem hat sich die Senke 500 Meter hoch mit Wasser gefüllt. Und so entstand die Landschaft, die wir heute sehen. Als sie das Ausmaß des Ausbruchs vom Vulkan Toba begriffen, setzten die Wissenschaftler alles daran herauszufinden, was so ein Superausbruch für das Leben auf der Erde bedeuten würde. Der Schlüssel zu der verheerenden Kraft des Toba sind die Asche und das Schwefeldioxid, die die Plume des ausbrechenden Vulkans ausmachen. Als Toba vor 75.000 Jahren ausbrach, gab es auf der Erde unzählige Tierarten, aber nur sehr wenige frühe Menschen. Die gesamte Weltbevölkerung belief sich auf etwa 60 Millionen, weniger als 1/100 der heutigen Erdbevölkerung. Jeder Mensch und jedes Tier im Umkreis des Ausbruchs wären einen schmerzvollen Tod gestorben. Wenn Sie nah an der Vulkanexplosion sind und bei einem Supervulkanausbruch können das tausende Meilen sein, und Sie die Asche ungeschützt einatmen, atmen Sie winzig kleine Glasnadeln ein. Die geraten in Ihre Lunge und bringen die Blutgefäße in der Lunge zum Platzen. Feuchtigkeit gerät in Ihre Lunge. Die Asche verbindet sich mit der Feuchtigkeit zu einer Art Zement. Sie ersticken. Schwefeldioxid, ein Schlüsselbestandteil der Plume eines ausbrechenden Supervulkans, hat verheerende Auswirkungen auf das Leben, weil es das Klima auf dem gesamten Planeten verändert. Schwefel kann sehr große Höhen erreichen. In der Atmosphäre verbindet er sich mit Wasser zu Schwefelsäure, die flüssig ist. Daraus entstehen winzige Tropfen. Und dieser Tröpfchennebel aus Schwefelsäure bildet einen Schleier, der das Sonnenlicht vom Planeten abschirmt und verhindert, dass seine Oberfläche erwärmt wird. Es ist dieser Prozess, der Schwefeldioxid das Potenzial verschafft, die Temperatur auf der Erde steil absinken zu lassen und Hunger und Tod überall auf der Erde hervorzurufen. Nach unseren derzeitigen Informationen hat Toba eine große Rolle bei der tausendjährigen Abkühlung des Klimas gespielt und damit eine Mini-Eiszeit ausgelöst, die mindestens 1000 Jahre anhielt, vielleicht auch länger. Das hat nicht nur möglicherweise, sondern definitiv das Leben auf der ganzen Welt beeinträchtigt und schwerwiegende Auswirkungen auf die Menschheit der damaligen Zeit gehabt. Wissenschaftler sind sich uneinig darüber, ob der Toba-Vulkan tatsächlich eine Eiszeit ausgelöst haben kann, die 1000 Jahre dauerte. Aktuelle Beobachtungen haben gezeigt, dass die Auswirkungen von vulkanischem Schwefeldioxid und Asche innerhalb eines Jahres aus der Atmosphäre gespült werden. Diese Frage hat solche Dringlichkeit, dass sie sogar die Aufmerksamkeit der NASA geweckt hat. Die hat eine Computersimulation entworfen, um herauszufinden, wie ein Supervulkanausbruch eine jahrhundertelange Kältezeit auslösen kann. In unseren Simulationen kühlt der Planet tatsächlich in Relation zu dem Superausbruch ab. Die Abkühlung ist allerdings größer, als wir es von dem Ausbruch allein erwarten würden. Drews Modell hat die scheinbar harmlosen, rätselhaften Zutaten identifiziert, die dazu führen, dass ein Ausbruch eine Eiszeit herbeiführt. Wir glauben, dass Toba dem Planeten Erde eine Eiszeit gebracht haben könnte, denn das Modell war in der Lage, die schneebedeckten Gegenden zu vergrößern. Das macht den Planeten heller. Seine Reflexionsfläche wird größer, was dazu führt, dass die Kälte andauert, auch nachdem das vulkanische Material aus der Atmosphäre verschwunden ist. Jegliches Sonnenlicht, das es trotzdem geschafft hat, die dichten Wolken aus Schwefelsäure zu durchdringen, wurde sofort vom Schnee reflektiert. Das ist es, was die Temperatur auf der Erde weiter sinken lassen konnte. Mithilfe der Klimadaten der NASA können wir jetzt noch einmal 75.000 Jahre zurückgehen und zeigen, wie die Supereruption von Toba möglicherweise das Leben auf der Erde durch eine selbst herbeigeführte Eiszeit vernichtet hat. Das Gas Schwefeldioxid gelangt in die Atmosphäre, reagiert mit Wassermolekülen und bildet Schwefelsäure. Diese sich ausdehnende Säurewolke bewegt sich und bedeckt jetzt ein großes Areal über dem Ausbruchsort. Diese tödliche Wolke aus Schwefelsäure und Asche hat das Potenzial, Pflanzen, Tiere und große Teile des menschlichen Lebens auf dem Planeten zu zerstören. Diese Wolkendecke hat sich jetzt über große Teile der Erde ausgebreitet und das Sonnenlicht abgeschirmt. Die Säurewolke blockt und reflektiert das Sonnenlicht. Auch wenn der Himmel fast unerträglich hell scheint, kommt wenig Sonnenlicht tatsächlich hindurch. Die Vegetation verdorrt und stirbt ab. Die Nahrungskette ist unterbrochen und Tiere und Menschen verhungern allmählich. Durch das Abfallen der Temperatur fängt die Schnee- und Eisschicht auf der Erdoberfläche an zu wachsen. Auch dadurch wird das Sonnenlicht eher reflektiert als absorbiert. Je mehr Schnee und Eis den Planeten bedecken, desto mehr Sonnenlicht wird reflektiert. Auf diese Weise gerät die Abkühlung außer Kontrolle und lässt den Planeten als Ganzen erfrieren. Die Ausbreitung von Gletschern setzt ein. Und in der Zwischenzeit reflektieren immer mehr Schneekristalle jede weitere Sonnenstrahlung, die es schafft, durch die dünner werdende Schwefelsäurewolke zu dringen. Die Schwefelsäure in der Luft verwandelt ehemals üppigen, fruchtbaren Boden in eine Einöde. Gleichzeitig kühlen die Ozeane ab. Die winzigen Lebewesen darin sind das 75.000 Jahre alte Zeugnis einer Katastrophe unglaublichen Ausmaßes. Der Schnee fällt weiter. In Grönland sinkt er über Jahre hinweg in Schichten herab und mit den Jahrtausenden wird dieser Schnee zu Eis gepresst, das über 1 Meile dick ist und die grönländische Eisdecke bildet. Es sieht das Tageslicht erst wieder, als Zielinski und sein Team es hochholen. Die Klimasysteme der Erde husten und keuchen auch noch ein halbes Jahrhundert nach der kurzen, aber heftigen Toba-Eruption. Manche Forscher glauben, dass dieses Ereignis mindestens 60% allen menschlichen Lebens auf dem Planeten vernichtet haben könnte. Unter dem Toba-See stoßen die Subduktionszonen weiter aufeinander. Die Magmakammer könnte immer noch aktiv werden. Mit 100-mal mehr Menschen auf dem Planeten könnten die Auswirkungen bei einem erneuten Ausbruch in der Neuzeit gar nicht schlimmer sein. Der Ausbruch eines Supervulkans würde alle Bereiche des modernen Lebens, moderner Zivilisation beeinträchtigen. Nahrungsquellen, Klima, Wasservorräte. Das Wasser wäre durch die Asche verseucht. Die Ernten würden ausfallen, der Viehbestand würde sterben. Maschinen würden durch den Staub verstopfen, auch die Autofilter würden verstopfen. Autofahren wäre unmöglich. Die Düsen von Passagierflugzeugen würden verstopfen, der weltweite Flugverkehr käme zum Erliegen. Da die Wissenschaftler jetzt verstehen, wie dramatisch die Supervulkane das Leben auf der Erde beeinträchtigen würden, versuchen sie so schnell wie möglich, die Lebenszyklen dieser beängstigenden Naturphänomene zu berechnen, um zu wissen, wann der nächste stattfinden wird. Wir alle sind gefährdet, sollte ein weiterer Supervulkan zum Leben erwachen. Wie viele von uns Menschen werden das nächste Mal überleben? Vielleicht muss dann die Menschheitsgeschichte neu geschrieben werden, wie vor 1 Million Jahren. Als in Eritrea aus dem Homo erectus der Homo sapiens wurde. Gleich mehr.